Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier spricht Gott. Und es ist mal wieder Zeit für Worldbox, den God Simulator. Es ist schon ein bisschen her. Aber wie ihr seht, das ist die Welt, die ich zuletzt gespielt habe hier. Wir hatten mehrere Völker. Ne? Eigentlich war alles cool, aber irgendwann ging Keilerei los. Und aktuell sieht es so aus, um da nochmal einen Überblick zu geben. Wir haben hier unten nur noch einen Stamm Orks. Der ist mit 895er Population ganz gut dabei. Hier unten nochmal zwei Völkerchen von Zwergen, zwei Königreichchen. Und ein paar Menschenstämme, die sich aber auch ganz gerne mal gegenseitig auf die Schnauze hauen. Die Welt wird beherrscht auf jeden Fall von den Elfen. Royal Dole, mit Abstand die meiste Bevölkerung. Wir können ja auch nochmal ins Königreich reingucken. Ja, Orks, ne? Und dann haben wir diverse Menschenvölker, beziehungsweise Menschenkönigreiche sind das ja hier. Aber auch hier, Green Ophiona und Ancient Famera, da oben, das ist alles Elfen. Die haben sich hier zwar abgespalten, aber sind immer noch alles Elfen. Ich glaube, Rotona sind auch noch Elfen, kann das sein? Ja, Rotona sind auch noch Elfen. Also alles hier oben ist Elfen. Dann haben wir hier Eretic. Alter, Eretic ist das auch Elfen. Ne, Eretic, Chippity. Das sind ein paar Menschenstämme. Menschen haben wir. 1, 2, 3, 4, 5 Königreiche. 1, 2, 3, 4, 5 Königreiche. Ja, die haben sich einfach gesagt, Mensch, wir haben eigentlich alles bekommen. Deswegen gehen wir in die Wüste. Die haben hier auch schöne Dörfchen gebaut. Ich mach mal die Zeit weiter. So. Achso, wir können natürlich mal gucken. Wie weit sind denn die so? Die, ja, die da, Drao. Seltenes Wissen, Waffenschmied, Helden, Verteidigungsstrategie, Wissen der Vorfahren. Schon ganz gut dabei. Ja. Die sind im Krieg mit Realm of the Ushopa, also mit den Menschen. Und die Menschen sind im Krieg noch zusätzlich mit Oshi. Das ist das menschliche Wüstenvolk. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Ne, so ein Zwei-Fronten-Krieg. Rotona ist wie immer so ein bisschen dazwischen. Die wollen ein bisschen den Zwergen hier auf die Oma hauen. Also, die können sich alle nicht entscheiden. Die machen alle irgendwie so eine komische... Die haben komische Auseinandersetzungen. Ich guck mal heute ein bisschen weiter, wie sich das so entwickelt. Wir sehen hier schon diverse Standarten, die durch die Gegend rubbeln. Oh, hier geht's ab. Da geht's ab. Die Elfen kommen und greifen Realm of the Ushopa an. Oh, da fallen die Elfen ein. Wo ist die Verteidigung? Wo wollen die denn hin? Wie viel Schaden machst du? 15, okay. Ich dachte, die machen hier schon Krawall. Aber wollen die nicht? Ah nee, das sind die Grünen. Die wollen zu den Zwergen. Wir haben jetzt Zwergenkrieg. Die gehen hier rum und dann zu den Zwergen. Das können die Orks doch nicht gutheißen. Oh, die sind auch mit denen im Krieg. Oh, sehen wir jetzt hier Verbündete? Die Elfen sollen ja auch nicht überhand nehmen, ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal... Machen wir da mal so zu. Und jetzt geht's los. Die Elfen sind da. Wo sind die Zwerge, Leute? Wo ist eure Verteidigung? Oh, die Zwerge werden abgeschlachtet. Da müssen wir was tun. Das sehe ich gar nicht ein. Zwerge gibt so wenig. Da müssen wir ein bisschen die Balance ändern. Und um das zu tun, könnten... Ne, Meteorit ist ein bisschen krass. Hochexplosiv. Explodiert, wenn es in Brand gesetzt wird. Ne, das brauchen wir auch nicht. Oder? Gibt es eine göttliche Wende? Eine Granate. Klein, aber fein. Da stand klein. Ich habe nichts gesehen. Ist was passiert? Weiß ich nicht. Trotzdem... Sind die Elfen noch ganz gut dabei? Die Zwerge kommen langsam an, machen aber irgendwie nichts. Leute, ihr müsst euch mal verteidigen da. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wie können wir den... Aber ich weiß, wie wir denen helfen können. Wir spawnen einfach mehr Zwerge. Da. Okay. RMU. Mal gucken, was die machen. Ihr habt jetzt die Chance, entweder euch den Boulders anzuschließen... Oder den Eternal, den Eitel Stones. Ich hoffe, ihr gründet nichts eigenes, Leute. Sehtet ein. Euer Volk leidet. Ja, sieht gut aus. Da werden die Elfen zurückgeschlagen. Oh, was geht denn hier ab? Schiffchen? Man handelt. Ups.
Ich habe gerade Zwerg ins Wasser geschmissen. Herr Gott kann sich auch mal vertun. Also das. Hin und wieder landet halt einer mal im Wasser. Ne, das ist so ein. Ups. Zwei landen hin und wieder mal im Wasser. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn da nicht in Ordnung? Wo rennen die denn alle hin? Hier ist ja alles kaputt. Wir haben gerade. Okay. Rotona hat ganz schön viel von. Ne, Realm of the Ushopa hat richtig auf die Mütze bekommen. Ja, aber ihr seid natürlich auch mit euren eigenen Leuten im Krieg. Also es ist halt nicht klug. Wie wäre es denn, wenn ich euch mal sage, zwinge Königreiche dazu, Frieden zu schließen. So, Oshi. Und Realm of the Ushopa. Okay, Rotona ist noch im Krieg mit den Zwergen. Was? Okay, die Zwerge sind im Krieg mit den Elfen. Mit den anderen Zwergen. Mit irgendwelchen Elfen? Was ist denn Afona? We like fish. Nice. Wo ist eure Hauptstadt? Ach ja, klar. Wait, Afona? Wo ist. Achso, da! Ja, natürlich! Okay, die sind mit den anderen Elfen und natürlich. Oh, ihr seid mit den Orks im Krieg? Mit dem Orks und mit. Oh Gott. Ich habe versucht, euch zu helfen. Aber wenn ihr diese Hilfe nicht annehmen wollt, ja? Dann ist es halt übel. Muss man einfach sagen. Was habt denn ihr so drauf? Aha. Ja, 4 von 88. Und ihr wollt euch echt erlauben, in irgendeinem Krieg zu sein? Leute, ey. Ist immer nur Tod, Zerstörung, Verderben. Macht doch einfach cool. Hier, Ushopa wird schon wieder kleiner. Okay, die sind mit keinem Krieg. Oh, der König von Ushopa ist gestorben. Aber da, lang lebe der König. Hier geht es mir schon wieder ganz gut ab. Die Orks erholen sich in letzter Zeit ein bisschen. Das ist für das einzige Volk der Orks gar nicht so verkehrt. Die sind sich zumindest einig, ne? Also die einzige Kultur, die einzigen Völker, die sich einig sind, sind die Orks. Die Menschen sind völlig lost. Ich glaube, die Elfen haben einfach zu viel und die Zwerge, die hauen jedem auf die Schnauze. Da kommen schon wieder welche. Wo wollt ihr denn hin? Hautverbrennung. Hat mit Feuer gespielt und verloren. Wo wollt ihr denn schon wieder hineiern? Ihr wollt doch bestimmt schon den Zwergen, oder? Rotona. Ja, Sigi. 4 von 88 gegen 80 von 99. Liebe Zwerge. Es sieht schlecht aus. Also ich kann ja natürlich ein bisschen Erz hier hin droppen. So wie die Zup. Und ein bisschen Stein. Na, Gold würde euch. Gold habt ihr viel zu viel. Habt ihr ein bisschen Sträucher? Wir könnten. Wo sind die denn? Da sind die. Da hoppeln die gerade rum. Ja. Die Orks. Lass mich kurz checken nochmal, damit ich hier nichts Falsches mache. Die Orks sind auch mit denen im Krieg. Das heißt. Ich muss die Zwerge ein bisschen schützen. Leute, mein Herz hängt an den Zwergen. Können wir gesetzestechnisch was ändern? Zivilisten der gleichen Rasse nehmen an Kriegen teil. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Friedliche Monster wollen wir nicht. Die Hume versuchen sich gegenseitig zu erwachsen. Na, ewige Lava brauchen wir auch nicht. Katastrophen, gerade eher nicht so. Das heißt, wir werden euch ein bisschen Monster in die Gegend schmeißen müssen. Banditen. Plötzlich tauchte eine Horde von Banditen auf, die unsere Armee eingekeilt hatte. Okay, die Banditen machen Scheiß außer sterben. Na gut. Ich habe noch was anderes. Und zwar die fürchterliche. Ey, verwandelt anderen Zombies. Das hatten wir schon mal. Das wollen wir nicht. Bienen! Befruchten Blumen. Das ist doch gut, oder? Hier, bumm, Bienenstock. Bienen ist doch gut. Hier, die Feen sind auf Seiten der Zwerge. Was schicken wir euch denn da mal? Ein Dämon! Boah, Klicko! Okay, der Dämon hat keine Chance. Verbrennt aber ein paar.
Ich will die jetzt nicht komplett vernichten. Okay, die brennen ganz schön krass. Ups. Und schon ziehen sich die Zwerge zurück. Guck mal! Oh Gott, kann wieder ruhig schlafen. Ich kann euch da nicht die ganze Zeit beschützen. Ey, dieses Gewusel bei den Elfen, das ist echt krass. Das ist so krass. Oschi ist ganz schön Oschi geworden. Kein Krieg. Kein Krieg. Alter, sollten wir gerade friedliche Zeiten haben? Nein, die Zwerge sind natürlich im Krieg mit allen. Ich finde es so dumm. Warum sind Leute, ihr kriegt jetzt... Wink mit dem Zaunpfahl. Warte mal, bevor ich das wieder falsch mache. Okay, ihr seid nur im Krieg mit denen. Das heißt, ihr macht jetzt Freundschaft. So. Friedensvertrag. Wichtig. Och, ist das anstrengend, ey. Leute. Macht doch Frieden. Zieht euch diesen niedlichen kleinen Hund an. Fangt an zu weinen und geht nach Hause. Ja. Siehst du? Der Hund hat die zum Nachdenken angeregt. Oh mein Gott, wenn ich da jetzt was drauf haue, ist die ganze Armee weg. Piranhas. Lol. Die schießen direkt weg. Warum das denn? Oh, die sammeln sich da. Ich habe nichts gemacht. Werde mal mit Regen. Leute. Da regnet's. Und hier kommt auch ein leichter Schauer auf. Macht das eigentlich irgendwas? Wo ist hier der Regen? Da ist der Regen. Leute! Hast du jetzt Feuer gemacht oder hast du das Feuer jetzt gelöscht? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gute gemacht. Wie kann es eigentlich sein, dass keine Fraktion, kein Volk irgendwelche Tempel für ihren Gott gebaut haben? Das sind alles nur Häuser. Da. Was ist das? Was ist das? Der Tempel. Wenn ja, steht ihr unter meinem Schutz. Aber ich weiß nicht, was ihr gebaut habt. Die Zwerge gehen wieder zurück. Regen fanden die nicht so geil. Guck mal, man kann auch mit friedlichen Mitteln Krieg verhindern. Und sind im Krieg mit den Zwergen. Ich war's nicht. Das hier geht mir übrigens ein bisschen auf den Knirps. Wir müssen mal kurz die Landschaft ein bisschen schöner machen. Das ist doch Hügel. So. Bisschen dick, ne? Oh, Krieg! Nee, doch nicht. Was passiert denn hier doch? Hier kommen so ein paar Orks rüber, die hier Keilerei machen. Die Orks haben sich hier versammelt und kommen rüber und hauen die Zwerge weg. Die machen aber auch einfach kein Militär. Keine militärische Stärke, aber trotzdem Krieg gegen alle. Also die Aredo Boulders, die sind wie so ein kleiner Hund. Alle ankläffen, aber sobald irgendwer kommt, kriegst du aufs Maul. Und gerade werden die vernichtet. Und also zum vierten Mal werde ich da nichts gegen machen. Tut mir sehr leid, aber sieht schlecht aus für die Zwerge. So, was ist hier mit Ushopa? Habe ich bestimmt letztes Mal auch gesagt. Das hört sich an wie aus South Park hier. Dieses Viertel. Oh, der König rennt rein. Der König ist tot. Lang lebe der König! Emalo, bist du genauso verwegen? Flüchte doch. Zieh dich zurück. Bau dich neu auf. Renn nicht einfach in die Orks rein. Ich hab dich gewarnt. Aber du musst es noch klar. Du musst es natürlich mit deinem Holzhammer einfach draufkloppen. Langsam und taktisch. Wieso ist hier eigentlich die ganze Zeit immer nur Regen, Leute? Mach Regen aus. Ja, ist ja gut jetzt. Erdbeben, nee. Macht. Damit kannst du Kreaturen herumschubsen. Blitze. Nee, mach mal hier schön Wetter wieder. Hier, wäsch mir die Wolken. Okay, da das letzte Volk der Zwerge ist, werde ich denen ein bisschen unter die Arme greifen. Ach, Zwerge, ey, ihr kriegt doch nichts geschissen. Und liebe Kreaturen, Pinguine. Hier, ne, bitteschön. Pinguine mag jeder. Ja, die Orks raiden hier einfach weiter und... Es gibt auch... Ja, doch, es gibt noch einen König. Wer bist denn du? Auf Wiedersehen. Da ist... Der letzte. Vier noch. Aber die Orks machen nicht weiter. Wir sind trotzdem noch im Krieg mit drei Fraktionen. Vier Leute!
Oh, bettelt um Gnade. Zwei Leute noch. Da, da sind die beiden. Da sind die letzten beiden Überlebenden. Badume, gerade mal 9 Jahre alt. Ach du Scheiße, auch noch Kinder. Und Otum, auch 9 Jahre alt. Es sind noch Kinder. Oh, einer nur noch. Hä? Oh nein, da. Don't do it! Otum, flüchte! Das war's. Das Dorf Kordum wurde zerstört. Otum wurde ermordet. Und das war's für das Königreich von den Boulders. Seitdem herrscht Frieden auf dieser Welt. Wenn ich mir das so ansehe. Aber zum Glück sind die Elfen freundlich eingestellt. Oh, der ist der nächste Krieg zwischen Ophiona und Ancient Famira. Die Elfen haben sich gegenseitig... Oh, es wurde ein neues Königreich gegründet. Gogogog. Wo das denn? Die Orks haben sich entzweit. Da ist schon wieder Konflikt. Und die sind direkt nebeneinander. Wer denn hier die größte? Oh, die haben keine Armee. Die haben 14. Reicht. Die Kultur, die hier ist, die ist schon ordentlich. Level 39. Häuserstufe 4. Oh, Heerausbildung 2 schon. Handels- und Transportschiffe. Na gut, Bergbau und so ein Kram. Tempel! Und ich sah, dass es gut war. Wo habt ihr mir ein Tempelchen gebaut? Da! Ist das doch so ein Tempel? Tempel! Uiuiuiui! Okay, was geht denn ab? Hier oben war Keilerei 14 gegen 0. Und ich würde einfach mal behaupten, wenn ihr da rüber eiert, haben die keine Chance. So, bei den Orks müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die sich nicht auch noch... Wobei, solange die sich gegenseitig hauen, ist nicht so schlimm. Da gibt es genug von. Nur die Zwerge. Oh, die sind schon wieder im Krieg, Alter. Oh. Warum? Ach, ihr habt hier runtergesiedelt. Ach, da gibt's sogar, hier ist sogar Schlacht gerade. Die Zwerge kommen raus. Ja, vielleicht müssen die auch mal ein bisschen erobern. Oh, die verbrennen alle. Warum das denn? Können die Zwerge da irgendwas reißen? Ich weiß es nicht. Sieht gar nicht so schlecht aus für die Zwerge. Ja. Oh. Gesehen, wie die ihn weggeschleudert haben. Weil die sollen nicht so viel Brand schatzen. Wieso brennen die denn alle? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gesehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Zwerge irgendwie so die Arschlöcher der Welt sind, die immer Streit suchen. Die trinken zu viel Bier. Die sind immer betrunken. Da machen die immer irgendwelche Leute an. Und dann ist Krieg. Aber sieht gerade schlecht aus für Chipotti. Ich weiß nur nicht. Oh doch, die Zwerge gehen weiter, Leute. Die Zwerge gehen weiter. Zwerge gehen ham. Ihr solltet vielleicht darüber nachdenken, euch zurückzuziehen. Und nicht überall komplett reinzugehen. Das könnte ein bisschen fatal sein. Denn jetzt haut Chipotti zurück. Dann habt ihr euch selber eingebrockt. Zwerge sind außer Rand und Band. Und schon ist eure militärische Stärke bei 20. Zu? Oh, 2. Eieiei, 3600 sind das mittlerweile. Oh. Ey, wenn die mit irgendwie im Krieg anfangen, ist RIP. Die Orks haben sich schon wieder gespaltet. Das Königreich Sanurit Band wurde gegründet. Oh, die Zwerge sind schon wieder da. Habt ihr alle 4 geschickt? Oh, 20. 20 gegen 2. Der Rest sind verteidigende Dorfbewohner. Zwerge haben was vor. Realm of the Ashopa, ja. Aktuell, ne, da oben, die machen nichts. Nur die Zwerge, die machen hier ihre Offensiven. Werden aber auch wieder zurückgeschlagen. Also die Dorfbewohner sind schon nicht so verkehrt. Was machen die denn hier? Übung? Ja, mal richtig was vor. Ihr seht aber alles nackig aus. LOL, guter Helm der Wahrheit. Das ist sogar ein blaues Item. Epische Waffe. Wer ist denn doch der König? Ataona. 189 Jahre alt. Legendäres Teil. Episches Teil. Epische Rüstung. Epische Rüstung. Epische Ausrüstung. Legendäre Waffe. Oh, 91 Damage macht der.
Den würde ich, glaube ich, nicht ans Bein pinkeln. Was ist denn da passiert? Wieso ist denn hier frei? Was ist das denn? Habe ich einfach mal einen Berg gemacht? Alles hat seine Gründe, das muss so. Die sind am König dran. Der König wird angegriffen. Das dürfte der Kollege hier sein. Ah, der rennt auch weg. Ja, jetzt kämpft er mit. Kriegt ein bisschen auf die Mütze. Lol. Vogue wurde von Keala erschlagen. Der König von Chipotle ist tot. Wenn wir nämlich die Anzeige ausmachen. Bin ich recht. Ah, doch. Guck mal. Ist ja hübsch hier. Gogogoch. Gogogoch ist mittlerweile im Krieg. Und zwar mit Afona. Warum? Ja, 135er Stärke gegen 79. Könnte ausgeglichen sein. Die Zwerge versuchen es hier mal wieder. Konnten wieder nicht warten. Ist hier irgendwer bei, der irgendwas hat? Nee, ne? Ja, das sieht krass aus. Ja, ein Stock. Wow. Ich wäre das den Zwergen nicht schlau. Also so gar nicht. Also jetzt mit dem Grün auf Grün ist natürlich... Uff, wie viele Leute da? 700 Leute. 700 her. Also ich würde sagen, am Faera, das sind die hier. Ihr könnt euch verabschieden, Leute. Zwei. Oh, jetzt geht's hier ab. Jetzt geht's hier ab. Ja, also so sehr wird es wahrscheinlich nicht abgehen, denn es kommt einfach Royal Dohill und denkt sich am Faera. Ihr müsst weg. Was ist denn hier der König? Ihr habt keinen König. Der König ist gestorben. Und zwar jetzt gerade. An Altersschwäche? Oh, mit wem ist denn Retona? Mit Ushopa. Und Ushopa ist hier gerade auch dran. Oh, das haben wir gar nicht mitbekommen. Ja, seht ihr, die machen nämlich die Häuser weg und nehmen den Land weg. Jetzt gerade geht's wieder ab. Da kommen wieder die Zwerge. Werden aber wieder zurückgedrängt werden von den ganzen wütenden Dorfbewohnern. Zu Recht, ne? Wäre dann auch nicht so schön, wenn da einfach Leute kommen und meine Häuser kaputt hauen. König Inadio des Amphaera wurde von Amineora getötet. Also, Dole hat den König von Amphaera getötet. Der gerade neu ausgerufen worden ist. Aber Rotona kriegt gerade ganz schön auf die Mütze, muss man sagen. Chipotle und die Zwerge, die haben einfach ein bisschen Keilerei. Amphaera kann sich erstaunlich gut halten dafür, dass Dohel so eine Übermacht ist. Ah, wobei, jetzt habe ich es gesagt. Was ist das denn hier? Sind das Orks? Wo rennen die denn hin? Die haben jetzt auch Krieg mit Chipotle. Uiuiuiui. Die kommen von oben und die Zwerge von unten. Das könnte es gewesen sein. Der König Moder des Amphaera wurde erschlagen. Oh, hier sterben Könige um Könige und uiuiuiui. Ja, jetzt ist RIP, Leute. Also guckt euch das an, was hier alles so reindrückt. Dann kommt der nächste Verwalter oder was das ist. Okay, was ist denn jetzt hier los? Afona ist im Krieg hier mit Gogogoch. Oshi ist cool. Und Ushopa vergrößert sich gerade ein bisschen Richtung Rotona. Die Zwerge, die kriegen nichts hin. Oh, Revolutionäre aus Ichil im Königreich Royal Dohill widersprechen dem König und gründen ihr eigenes. Dohill ist gespalten worden. Dum, dum. Warte. Dohill ist gespalten worden und ist gerade von der absoluten Übermacht. Also die sind immer noch krass, muss man sagen, aber das ist sehr verändernd. Und die sind im Krieg. Was ist denn da los? Die sind im Krieg. Ach, lol. Da ist es eingenommen. Okay, Dohill hat sich gedacht, Amphaera einverleibt. Das Königreich Amphaera wurde zerstört. König Vedepi von Eretek ist gestorben. Es bleibt weiter spannend. Die Weltherrschaft von Royal Dohill ist durch Abspaltung vielleicht nicht unbedingt verhindert, aber auf jeden Fall verzögert worden. Denn die beiden werden erstmal gucken müssen, wie die miteinander klarkommen. Die dürften, wenn ich das richtig im Kopf habe, kulturell ja, sehr weit also ziemlich gleich sein, ne? 43, 44. Wen seht ihr denn vorne? Wie seht ihr das mit den Zwergen? Ne?
sollte man die vielleicht doch, wenn die die ganze Zeit hier Krieg führen, untergehen lassen und ihrem Schicksal überlassen? Oder brauchen die doch noch ein bisschen Unterstützung? Aktuell würde ich sagen, eher nicht. Die reiben sich hier eigentlich nur auf. Ihr könnt ja ein bisschen rumpredikten. Das war mal wieder Worldbox, der God Simulator. Es ist, wie gesagt, es ist viel passiert. Es hat, ich habe viel zugeguckt und es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wir müssen jetzt nicht die ganze Welt vernichten. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Da kann ich nicht viel dran tun. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.